anderthalb Kilometer sind geschafft. Ich weiß noch was. Ich brauche definitiv ein Stativ für die Kamera am Lenker, damit ich die nicht immer aus dieser Tasche holen muss. Wenn mir mal was einfällt, zum Beispiel, dass ich keine Müllbeutel mit habe. Ich habe gerade Bekanntschaft mit einem von solchen Pinnen gemacht. Diese hier. Also, man ist breiter, als man denkt mit so einer Sattel. Hier. Also, immer schön viel Abstand links und rechts halten, ne? Okay, ein Korni später bin Deilinghofen irgendwo. Gib mir Kraft. Ja, Burghausen ist auch schön, da seht ihr ja, ne? Also für Schotterwege ist es nicht geeignet, das Fahrrad. Oder einfach zu hart eingestellt. Von der Federung. Aua. Nicht gut. Ja, das ist hier irgendwo. Aber schön hier. Straßen sind scheiße. Aber. Aha. Ja. Drei Korni später merke ich, es muss was Deftigeres sein. Gegen die Unterzuckerung. Elas Kuchen. Zum Beispiel. Danke, Ela. Für einen leckeren Kuchen. So, gerade noch ein bisschen WhatsApp gecheckt. Die Tankstelle ist mittlerweile hinter mir. Die Wagner Philosophengruppe wurde gerade diskutiert, ob wenn man einen Misswettbewerb für Neugeborene gewinnt, ob man dann eine Missgeburt wäre. Das sind so Fragen, die alle beschäftigen. Ah, da kommt schon die nächste. So, was das für Tiere sind, weiß kein Schwein. Was ist das? Hallo? Hallo? What the fuck are you? What the fuck are you? Teddybären? Teddygiraffen? Naja, das zum Thema Missgeburt. So, und weiter geht's. Ja, falls es irgendeinem hier bekannt vorkommt. Viele Leute haben hier als Kinder ihre Ferien verbracht mit der Schule. Das hier ist Wolfringhausen. Eine Menge los, seit sie die Bundesstraße hier durchgebaut haben. Nicht wahr? Cool, ne? So, nun bin ich wirklich endlich angekommen. Scheinbar war ich schon mal hier. Ja. So, ist mittlerweile Abend geworden. Zelt steht. Also, naja, Prost. Ja, ich mache mir jetzt mein Abendessen. Alles zeltmäßig, soweit aufgebaut. Soweit das nötig war. Ja, jetzt gibt es lecker Nudeln irgendwas. Und naja, guten Appetit. Danke. Ja, eine Sache noch. Und zwar stilles Wasser mitnehmen, weil wenn ich das umfüllen will in die Pulle, das geht nicht mit Kohlensäure. Und ich habe natürlich Wasser mit Sprudelgeschmack. Ne? Also nicht Geschmack, aber ja, merken. Thank you.
meine Sichtbrille würde ich jetzt hier gar nichts mehr sehen. Also gar nichts. Null. Gar nichts. Also schön mit dem, ne? Ja. Etwas sehr beengt hier. Es ist klamm, also hier die Wände sind sehr feucht, obwohl es wieder geregnet hat und noch irgendwie schlechtes Wetter war. Und so, laden kann ich nicht. Stellen Sie zum Laden Ihres Geräts sicher, dass Ihr Ladegerät USB-Anschluss trocken ist. Ja, ich befinde mich auf dem Rückweg, fast wieder da. Bin durchs ganze Hönnetal, wie die Scheiße heißt, gefahren, war kein einziges Auto drauf. Auch die Hauptstraße in Hema kann so aussehen. Man muss nur zur richtigen Uhrzeit hierher fahren. Vier Autos haben mich überholt. Von der Sorpe hier hin. Ich habe zwei Kajaken an. Das reicht nicht. Arschkalt. Was war das? Gar nicht. Ah, Nummer 5. Ja, jetzt habe ich erstmal heiß gebadet, dann heiß geduscht. Und ja, das Handy lädt jetzt auch wieder auf. Ist aber leider im Arsch. Ich habe mir eine Spider-App auf der Kreuzung Hölle-Talstraße. Das ist mir auf die Straße geknallt. Ich bin drüber gefahren. Aber so ein Temperaturmesser wäre nicht schlecht, damit man weiß, dass man erfriert. Ich meine, wir haben jetzt 6,4 Grad. Ich weiß nicht, ob vor 2 Stunden es noch kälter war. Aber es war arschkalt. So, ich gehe jetzt ins Bett. Tschüss.